Ich heiße Pavel und bin 11 Jahre alt. Ich lebe in Russland. Seit über 2 Jahren helfe ich Tieren. Und ich liebe es, Tiere zu malen. Ich habe einen Vortrag für Schüler der ersten Klasse vorbereitet. Darin geht es um den Internationalen Tag des Tierschutzes. Ich möchte den Schülern von den Problemen der Straßentiere erzählen. Hallo zusammen. Heute geht es um einen Tag, der auf der ganzen Welt gefeiert wird, den Welttierschutztag. Er ist am 4. Oktober. Das ist kein Feiertag, aber eine Gelegenheit, um über die Probleme der Tiere zu sprechen. Liebe und Respekt gegenüber unseren kleinen Freunden ist nicht abhängig vom Alter. Ob man Schüler ist oder Lehrer, die Tiere brauchen uns und wir brauchen sie. Kinder! Habt ihr Haustiere? Ja. Und welche? Katzen und Hunde. Und du? Ich habe auch 2 Katzen und einen Hund. Du bitte? Ich habe auch eine Katze und einen Hund. Und du? Ich bekomme einen Welpen. Und ich habe ein Katzenbaby und eine große Katze. Eine Katze und einen Hund. Bei mir im Dorf streifen 2 Katzen und 2 Hunde frei umher. Was glaubt ihr, woher streunende Tiere kommen? Sie laufen von zu Hause weg. Ja, das kommt auch vor. Will noch jemand was sagen? Nein? Auf jeden Fall waren sie einmal Haustiere. Vielleicht waren sie ein Geschenk. Und dann haben die Tiere den Leuten nicht mehr gefallen. Oder sie wachsen nicht richtig und fressen zu viel teures Futter. Aus solchen Gründen werden sie auf die Straße geworfen. Manchmal ziehen die Leute auch um und lassen ihren Hund einfach zurück. Und wieder landet ein Tier auf der Straße. Die Tiere haben dort kein gutes Leben. Die Bedingungen sind sehr hart. Kinder, die sind unsere treuesten Freunde. Sie halten immer zu euch. Verlasst sie nie und helft ihnen. Kümmert euch um sie. Ich hoffe sehr, dass eure Tiere nicht auf der Straße landen. Wir werden die Tiere ganz sicher nicht im Stich lassen. Ich habe begonnen, Tiere zu zeichnen, als mein Kater Barsik gestorben ist. Damals habe ich herausgefunden, dass es in unserer Stadt ein Tierheim gibt. Da bin ich dann einfach mal hingegangen. Das Heim war in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb habe ich beschlossen, den Tieren dort zu helfen. Manche Katzen sahen meinem Kater Barsik sogar ähnlich. Gemalt habe ich damals schon sehr gerne. Und da kam mir der Gedanke, beides miteinander zu verbinden. Tieren zu helfen und zu malen. Ich habe dann begonnen, Tierporträts im Auftrag ihrer Besitzer zu malen. Zuerst habe ich für die Porträts Tierfutter bekommen. Dann habe ich angefangen, für Geld zu malen. Und mit dem Geld habe ich ebenfalls Futter für die Tiere im Heim gekauft. So startete mein Hilfsprojekt. So fing ich an, mich um Tiere zu kümmern. Das erste Porträt, das ich gemalt habe, war Lapuschka aus dem Tierheim. Ich habe ihn so sehr gemocht. Er war mein Liebling. Es war noch kein Auftragsporträt. Ich hatte dieses Bild einfach nur für mich gemalt. Malen war damals nur mein Hobby. Nach und nach kamen dann die Aufträge. Ich bin gerade dabei, diesen Kater namens Boris zu malen. Leider ist er schon im Himmel. Die Kundin hat mir ein Foto und die Geschichte ihres Katers geschickt. Hier hat er sehr traurige Augen. Bei seinem ersten Besitzer wurde er nicht gut behandelt. Aber dann hat ihn eine liebevolle Familie aufgenommen.
Meine Mutter hat mir schon immer bei meiner Kunst geholfen. Wir malen manchmal auch zusammen. Sie fördert mein Talent. Und? Wie läuft's? Denk dran, dass die Kundin das Bild noch vor dem Tierrechte-Festival abholen möchte. Schaffst du es bis dahin? Ja. Gut, dann mach weiter. Mhm. Ich gebe der Kundin Bescheid, okay? Ja, gut. Mama und ich bereiten uns auf das Festival Rock für Tierrechte vor. Das ist ein internationales Wohltätigkeitsfestival. Es bringt kreative Menschen zusammen, die Tieren helfen möchten. Ich werde auf der Bühne sein und eine Rede über Tierrechte halten. Ich bin jetzt schon nervös, vor so vielen Leuten zu stehen, die mich alle beobachten werden. Ich habe Angst vor Kritik und davor, dass ich schlecht ankomme. Das Wichtigste ist, innerlich ruhig zu bleiben. Und glaube einfach daran, dass du alles schaffen kannst. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Wow! Vor einem Jahr haben wir in mehreren Tierläden Sammelboxen aufgestellt, um das Tierheim in unserer Stadt zu unterstützen. Dort holen wir regelmäßig das gespendete Futter ab. Eine Menge Spenden heute. Gute Ausbeute. Danke sehr. Grüß dich. Herzlich willkommen. Deine Arbeitsjacke und dann los. You've got to get yourself together. Ich bereite gerade meine Rede für das Rockfestival vor. Geschrieben habe ich sie schon. Das war gar nicht so schwer. Mama hat sie dann ein wenig korrigiert. Jetzt lerne ich sie auswendig. Bis zum Festival wiederhole ich den Text immer wieder und wieder. Und? Wie geht's dir? Gut. Glaubst du an dich? Ja. Was macht deine Rede? Bist du zufrieden? Läuft alles nach Plan? Was ist, wenn die Leute schlecht reagieren? Mach dir keine Sorgen. Warum sollten sie? Ich weiß es nicht. Das kommt doch oft vor. Man sagt etwas und wird ausgelacht. Oder mit faulen Tomaten beworfen. Hör schon auf. Das wird nicht passieren. Zum Festival kommen Menschen, die kapieren, worum es geht. Ich werde deine Aufregung einfach auf mich nehmen, okay? Das machst du ja immer so. Ja, genau. Dann wirst du dich nicht aufregen. Abgemacht? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Du musst aber auch meinen, was du sagst. Sprich den Text nicht so automatisch wie ein Roboter. Ich habe eine sehr liebevolle Familie. Wir verstehen uns gut. Trockne deine Händchen ab. Wir alle lieben Tiere und helfen ihnen gerne. Mein Vater heißt Ivan. Er arbeitet als Ingenieur in einem Gerätebauwerk.
Meine Schwester Lisa ist 4 Jahre alt und malt auch gern, genau wie ich. Wir haben 4 Katzen. Astra, Murka, Mira und Zurok. Meine Liebe zu Tieren habe ich von meiner Mutter. Als sie ein Kind war, brachte sie gerne Tiere mit nach Hause. Meine Oma hat ständig geflucht. Arzamas, die kleine Stadt, in der ich wohne, liegt mitten in Russland. Hier gibt es viele alte Häuser und Sehenswürdigkeiten. Ich finde die Stadt sehr schön. Man trifft viele Katzen, die auf der Straße leben. Schon wieder eine tote Katze. Wie viele müssen noch sterben? Ich habe es satt. Es tut mir weh, dass es vielen Menschen egal ist, wenn Tiere vor ihren Augen sterben. Die tote Katze erinnert mich an meinen Kater Barsik. Ich bin unendlich traurig. Barsik wurde von einem Auto überfahren. Als ich den Jungs aus meiner Klasse damals von Barsiks Tod erzählt habe, fingen sie an zu lachen. Ich habe diese Grausamkeit und Gleichgültigkeit der Menschen satt. Ich möchte, dass sie endlich verstehen und einsehen, dass Tieren geholfen werden muss. Unsere Schule wurde im 19. Jahrhundert gebaut und ist über 100 Jahre alt. Es ist bei uns üblich, eine Schuluniform zu tragen. Nur an Feiertagen dürfen wir Freizeitkleidung anziehen. Was haben wir jetzt? Geschichte. Geschichte, ach ja. Meine Mitschüler sind oft nicht so nett zu mir. Ich bin irgendwie anders als sie. Ich mache nicht gern, was sie tun. Ich gehe nie mit den Jungs raus, um Unfug zu treiben. Ich bin Klassenbester. Wenn ich mich melde, werde ich meistens auch drangenommen. Kätzchen! Du bist so schön. Klar bist du eine Hauskatze. Machst du gerade einen Spaziergang? Ja, so sieht es aus. Ein Freund ist jemand, der dich versteht, wenn du in Schwierigkeiten bist. Katzen und Hunde sind für mich diese Freunde. Tiere im Allgemeinen. Mit Tieren verstehe ich mich besser als mit Menschen. Ich kenne viele Kinder, aber eine richtige Freundschaft hat sich nie ergeben. Meine beste Freundin ist meine Mama. Mama glaubt an mich und meine Projekte. Ich gehe auch sehr gerne mit meinem Opa Pilze sammeln.
Wir machen das jedes Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr ist ein bisschen mehr Zeit für Oma und Opa und für gemeinsame Ausflüge. Los, nimm du auch einen. Soll ich einen großen Korb nehmen oder einen kleinen? Nimm den großen. Da passen mehr Pilze rein. Ein Spaziergang durch den Wald ist wunderschön. Ich liebe das Laub und die Pilze. Der Wald gibt mir irgendwie Kraft. Weißt du noch, wie wir auf diesen Hügeln Pilze gesammelt haben? Ja, klar. Da hinten, wo die Sonne durchscheint, gibt's mehr Pilze. Dort? Ja. Und hier an den Birken haben wir auch viele gefunden. Wir sammeln schon seit Jahren Pilze. Genau hier. Hier haben wir immer welche gefunden. Doch jetzt gibt es hier am Grund der Schlucht nur noch wenig Wasser. Deshalb ist der Boden zu trocken. Und es wachsen keine Pilze mehr. Früher war die Schlucht feucht und deshalb gab es hier auch Pilze. Woanders nicht. Hier schon. Wirklich schade. Tja, keine Pilze zum Abendessen, weder zum Braten noch für eine Suppe. Nur Plastikflaschen. Das Schlimmste für die Natur sind Plastikflaschen. Nur der Mensch kann sie recyceln, die Natur nicht. Oft hinterlassen die Leute Spuren. Und anstatt Pilze sammle ich dann den Müll auf, den sie einfach weggeworfen haben. Plastik, Glas, all das braucht sehr lange, um sich zu zersetzen. Deshalb räumen mein Opa und ich diesen Müll weg. Den bringen wir zu einer Mülltonne. So wird der Wald ein wenig sauberer. Bald wird hier eine Recyclingfabrik gebaut. Und dann können wir alles direkt dorthin bringen. Jetzt aber ab in die Mülltonne damit. Los geht's. Heute fahren meine Eltern und ich endlich zum Rockfestival für den Tierschutz. Das Festival läuft in einer Stadt, die nicht weit von Arzamas entfernt liegt. Wir nehmen Tierfutter mit. Dort gibt es sicher auch Tiere, die unsere Hilfe brauchen. Doch vor dem Festival muss ich noch die Kundin treffen, um ihr das Bild von ihrem Kater zu geben. Guten Tag. Hallo, Pavel. Hier ist ihr Boris. Wow, ein hübsches Bild. Ich versuche, meine Bilder den Kunden immer direkt zu übergeben und sie persönlich kennenzulernen. Und hier ist eine Postkarte von mir. Vielleicht habe ich es mit den Farben ein wenig übertrieben. Die Augen sind sehr ähnlich, so traurig. Vielen Dank, sehr gut gemacht. Ich danke Ihnen. Es war schön, Sie zu treffen. Man muss Tiere einfach gerne haben. Sie sind so lieb und freundlich. Ja. Alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Eines Tages, ganz sicher. Beim Festival Rock für Tierrechte treten verschiedene Bands auf. Mama und ich haben gemeinsam diese große Leinwand gemalt, als Deko für die Bühne. Wir haben mehrere Wochen dran gearbeitet. Ich habe schon von meinen Mitschülern und anderen Kindern gesprochen, aber hier sind viele Erwachsene. Ich mache mir Sorgen, dass ihnen meine Rede nicht gefällt. Ob ich es schaffe, meine Gedanken auch Menschen näher zu bringen, die sehr viel älter sind als ich? И кому за это отвечать? Позолоченной тропой я иду к тебе.
Meine Mutter ist genauso aufgeregt wie ich. Ich weiß gar nicht, wer wen aufmuntern sollte. Ich sie oder sie mich. Ich möchte nun zwei besondere Gäste begrüßen. Pavel und seine Mutter Ekaterina. Ekaterina ist die Organisatorin des Tierschutz-Rock-Festivals in unserer Nachbarstadt Azamas. Und Pavel hat die Leinwand hier auf der Bühne mit ihr zusammen gemalt. Die ganze Familie engagiert sich für den Tierschutz. Auch unser Festival wäre ohne sie kaum möglich. Pavel, komm! Guten Abend zusammen. Hallo, ich heiße Pavel Abramov und bin 11 Jahre alt. Ich bin der Gründer eines Hilfsprojekts für Tiere. Seit über 2 Jahren helfe ich Straßentieren durch meine kreative Arbeit. Als ich mich hingesetzt habe, um diese Rede zu schreiben, kamen mir viele Gedanken. Ich bin eingetaucht in die Stille und habe den Klängen der Natur gelauscht. Die Welt ist heute anders, als sie früher war. Es gibt Millionen Hilferufe aus der Natur. Aber die Natur erschafft immer noch Magie. Doch wir hören und sehen sie oft nicht mehr. Das Wichtigste verschwindet. Unsere Seele. Bald wird es zu spät sein, um darüber zu reden. Jeder von uns muss ein Zeichen setzen, sonst verschwindet man spurlos. Die Frage ist, welches Zeichen? Jeden Tag sehe ich brennende Wälder, sterbende Tiere, Flüsse, die austrocknen. Ich träume davon, der Natur immer in die Augen zu sehen und ihre Lieder zu hören. Lieder sind magisch. Ich male, weil ich nicht singen kann. Und ich bin glücklich, dass Menschen meine inneren Lieder verstehen. Ich will, dass dieses Festival immer seine Stimme behält und mit dem Herzen gehört wird. Hört auf die Natur, bevor es zu spät ist. Danke. Das nächste Lied, das wir spielen, heißt Wenn Hunde und Kinder sich lieben. Es ist gut gegangen. Ich bin froh, dass die Leute mir aufmerksam zugehört haben. Das bedeutet, dass sie interessiert waren. Ich hoffe, dass Sie sich meine Rede zu Herzen nehmen und verstehen, dass man nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten helfen sollte. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, mich für Tiere einzusetzen.